Moinsen, Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen. Die Sonne scheint mir ins Gesicht. Wir haben echt schönes Wetter draußen. Ja, jetzt haben wir uns gedacht, wir laufen irgendwo ein bisschen und nehmen euch mit und erzählen euch so ein bisschen, wie wir uns kennengelernt haben. Ich denke, das interessiert euch auch oder interessiert ja, den einen oder anderen. In den Streams immer reingeschrieben, gell? Genau. Dass sie das wissen wollen, ja. Geiles Wetter, Alter. Ist richtig geiles Wetter. Da hat man einfach ein ganz anderes Lebensgefühl. Wie geht's euch? Genau, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr so bei dem Wetter macht. Ich hatte Dani endlich mal dazu bekommen, mit mir eine Runde zu laufen. Der ist nämlich sehr scheu, was das angeht. Ich bin halt eher so der Typ, wo sagt, ja, ich will jetzt hier 3 Stunden wandern. Und in der Wanderroute muss halt was Cooles passieren. So. Aber dann halt auch keine kleine Wanderung, sondern da muss man irgendwie richtig steil hochgehen oder so. Da habe ich Bock drauf, aber einfach so laufen ist nicht so mein Ding. Wenn es euch gefällt, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, ob wir sowas öfter machen sollen. Momentan Corona-Zeit kann man nicht viel unternehmen, deswegen auch mal irgendwie sowas mit Wandern, dies, das. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach gleich beim Spazieren. Bis gleich. Kleine Challenge hier an Sonja, hier über die Baumstämme zu laufen. Schatz, pass aber bloß auf dich auf, gell? Nicht, dass hier noch was passiert. Vor. Ja, da rollt einer ab. Jetzt rollen alle runter. Das ist ein Problem. Das mache ich, wenn da eine Spinne ist. Run. Ich wollte gerade was Perverses machen, aber ich lasse es lieber. Ja, wie komme ich jetzt wieder runter? Spring, komm her. Komm, Sprung, den machen wir in Zeitlupe. Auf geht's. 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Komm, spring jetzt wenigstens so runter. Komm ich nicht. So runter, das schaffst du. Oh, komm, jetzt mache ich den da. Schaff ich das? Okay. Nee, das rollt ab. Ja, Alter. Ich glaube auch, das rollt ab. Kleine Mutprobe von mir. Ich muss erstmal abchecken, ob das abrollt. Ja, weil ich habe echt Angst, dass das rollt bei deinem Gewicht. Jetzt spring runter, komm. Ja, von hier. Guck mal deinen Haufen an, guck mal meinen an. Das war mein Haufen, das ist Danis Haufen. Nee, das schaffe ich nicht. Dann drehen wir die Füße. Okay, ganz ungefährlich ist es ja auch nicht. Ganz ungefährlich ist es hier nicht. 3, 2, 1. Das war so hoch. Das war doch höher als gedacht. So, ihr Lieben, wir haben jetzt eine Stelle gefunden, die ein bisschen windstill ist. Ja. Alles ist echt schön hier, überall Wald. Und ich liebe es einfach, im Wald zu laufen. Lieber Wald wie Landschaft, muss ich euch ehrlich sagen. Auf jeden Fall wollten wir heute mit euch reden, wie wir uns kennengelernt haben. Einfach mal ein bisschen erzählen. Das haben echt ganz, ganz viele gefragt. Genau, obwohl wir das eigentlich schon so grob immer beantwortet haben. Eigentlich. Fang einfach mal an, mein Schatz. Was ist an diesem Tag passiert? Also, und zwar, ich hatte noch einen Gegenstand, sagen wir das mal so, in meinem Auto. Ja, das war ein Helm. Sein Kumpel und meine Freundin waren damals noch zusammen. Dann habe ich meine Freundin angerufen an dem Abend und habe halt gesagt, hey, kann ich bei euch kurz vorbeikommen? Ich bringe euch das noch kurz vorbei. Und dann hat sie gesagt, ja. Klar, natürlich, komm vorbei, gar kein Problem. Ich bin dann dahin und dann bin ich reingekommen und dann sehe ich, wie der Freund von meiner Freundin auf dem Boden sitzt und zockt und der Dani da auf dem Boden sitzt und auch mit zockt. Ich war mit dem Kumpel damals auf einer Party, Tag vorher, und war beim Trinken und haben gesoffen und Spaß gehabt. Ja, auf jeden Fall war ich dann spät im Bett und war voll müde und die sind damals frisch eingezogen. Ja. Dann habe ich gesagt, komm. Die haben schon ewig zu mir gesagt, Dani, komm bitte vorbei, guck dir endlich mal unsere Wohnung an. Ich so, ja komm, jetzt mach ich's mal. Ich war so schlapp den ganzen Tag, habe ich gesagt, gut, ein bisschen Bewegung tut auch gut. Dann war ich dort, hab mir die Wohnung angeguckt, voll kaputt. Ja, und dann haben wir gesagt, komm, wir machen noch eine Runde FIFA. Und sein Sofa war so weit weg vom Fernseher. Und dann habe ich gesagt, gut, dann setze ich mich halt auf den Boden. Ja, da habe ich gezockt und dann hat's geklingelt. Und dann kam Sonny rein. Ja, und dann dachte ich mir so, oh, was ist denn das für ein schnuckliger Typ? Ja, habe ich echt gedacht. Also, es war eigentlich von Anfang an, habe ich mich irgendwie direkt so, weiß nicht, wohlgefühlt irgendwie. Ja, und du hast dann auch so offen geredet und wir sind dann gleich ins Gespräch gekommen irgendwie. Und ich weißt du das noch? Du bist dann irgendwann, also Dani ist dann irgendwann gegangen und das habe ich dir auch im Nachhinein schon erzählt. Ich dachte, der holt Zigaretten oder so. Genau. Warum auch immer, er hat ja nicht mal geraucht, aber ich dachte halt, vielleicht raucht er. Und holt Zigaretten und irgendwie hatte ich das Bedürfnis, ihn zu fragen, ob ich ihn begleiten soll zum Zigaretten holen. Ich dachte, er kommt danach halt wieder hierher, aber du bist dann einfach gegangen. Also ich war einfach so fertig und müde, dass ich halt gesagt habe, ich gehe jetzt, bin tot. So haben wir uns das erste Mal gesehen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und dann, ein paar Tage später, ich weiß gar nicht mehr, auf Facebook.
Das war eine Stunde später, Schatz. Da hast du mich geedet, ja. Hab ich dich geedet? Ja, da habe ich tatsächlich mit einem Kumpel geredet. Ja, auf jeden Fall habe ich dann zu Arthur gesagt, hey Arthur, ich habe voll das süße Mädchen kennengelernt. Und genau im gleichen Moment kam dann die Freundschaftsanfrage in Facebook. Das war so ein krasser Zufall. Ja, ich dachte halt, komm, muss irgendwie, egal ob du die Frau bist oder nicht, ist ja scheißegal, du machst einfach mal den ersten Schritt. Weil irgendwie ging er mir nicht mehr aus dem Kopf raus und er hat mich gecatcht. Ich würde jetzt sagen, wir quatschen einfach noch kurz weiter, wenn wir auf einer ruhigeren Stelle sind. Ja. Wenn man bestimmt tief reinguckt, immer wieder im Wald, sieht man bestimmt das ein oder andere Tier. Mega, das ist eigentlich echt geil. Echt geil. Ja, also ich lieb's. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich. So Leute, ich glaube, ich habe ein Reh gesehen. Irgendwo da hinten. Da ist es, da ist es. Da ist es, guck. Da. Ja, habt ihr gesehen, Leute, hier gibt es auch definitiv Rehe. Also auf jeden Fall immer tief in den Wald gucken und es passiert immer wieder, dass ihr dementsprechend irgendwie ein Reh oder so seht. Da kommt sie angesprungen, guck mal, hallo Schatzi. Oh, ich kann nicht mehr. Also Leute, also keine Ahnung, aber wir sehen hier die ganze Zeit irgendwelche Tiere. Ich habe sogar einen Affen gerade entdeckt, guckt euch das mal an. Ja, guck. So, ihr Lieben. Wir haben uns jetzt hier einfach mal mitten im Wald gesetzt. Mitten im Wald, einfach reingelaufen, haben einen schönen Stamm gesehen und haben uns da hingesetzt. Also ja, das ist halt die Natur, das Schöne an der Natur. Man kann einfach machen, was man will. Ich kann es echt nur empfehlen, mach das. Ja, wo waren wir denn stehen geblieben? Freundschaftsanfrage in Facebook. Ich habe dir eine gestellt. Ja, dann ging es eigentlich relativ schnell. Wir haben geschrieben, wie geht, wer bist du, dies, das. Ja, und dann irgendwann, an meinem Vaters Geburtstag war das damals, 20. Januar, haben wir uns das erste Mal getroffen. 2016. Wir sind damals zum Shisha rauchen. Ja, das weiß ich noch, ja. So haben wir uns eigentlich dann auch dementsprechend langsam genähert, würde ich jetzt einmal sagen. Wir waren Shisha rauchen, wir haben uns kennengelernt. Fragen hat sie mich gestellt. Ein Jahr vorher war ich in Lorette Mar. Da hat sie mich auch ein paar Fragen gestellt, was da so abging und so. Ganz interessant. Ja. So was fragt man ja direkt im ersten Date. Ich habe direkt alles gefragt. Mit welcher Frau hattest du was? Mit wie vielen Frauen hattest du was? Hattest du überhaupt was mit Frauen? Das hat mich alles interessiert. Das ist klar, das 14-Jährige zugucken und 12-Jährige. Entschuldigung. Naja, ist ja auch egal. Ja. Dann weiß ich noch, wir hatten dann immer wieder Dates und ich habe es einfach nicht gecheckt. Ich war einfach so dumm. Gell, wir waren dann einmal im Kino, da hast du so einen Zweisitzer. Extra reserviert. Ja. Extra reserviert. Mhm. Ich habe es einfach nicht gecheckt, dass er das gemacht hat. Ich habe es einfach so voll selbstverständlich genommen. Dann waren wir einmal beim Pizzaessen. Weißt du das noch? Ja. Davor hat er angerufen. Ja, ich habe extra angerufen. Ich habe extra gesagt, Leute, tut etwas Schönes vorbereiten und so. Wir sind reingekommen und alle gucken mich so an, so voll, so, oh, was sagt sie jetzt zu dem schön hergerichteten Tisch und so. Und ich laufe so und sitze so hin, denke mir so. Die hat es nicht gecheckt. Die und der Dani, nicht der gecheckt. Dani sagt so, fällt dir eigentlich nichts auf? Und ich gucke mich so um und sag so, nee, wieso? Ja, und das tat mir dann so leid. Und dann hat er halt gesagt, ja, er hat angerufen und hat extra schön dekorieren lassen und so. War nicht schlimm, die ist halt, Sonja ist so, die ist einfach ein bisschen verpeilt manchmal. Aber mit der Zeit weiß ich es ja jetzt und das ist ja irgendwo auch das Schöne. So, man kann sich was erzählen, was früher witzig war oder was passiert ist. Ja, auf jeden Fall sind wir dann auch irgendwann dann zum Billard gegangen und jetzt lauter Sachen, Kino, Billard, ja. Das was man halt macht, um sich kennenzulernen. Schlussendlich sind wir dann im Thermalbad gelandet. Ja. Genau. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall waren wir dann im Jordanbad, halt so gekuschelt, die Stars, schon zusammen eigentlich. Aber Sonja hat halt gesagt, nee, ich will nicht schon. Eigentlich war sie noch skeptisch. Sie wollte einfach noch abwarten, weil sie erst aus der Beziehung kam. Halt, ja, und wir waren halt, wir haben uns noch nicht so lange getroffen gehabt immer. 2 Wochen. Ja, 2 Wochen. Und er kommt schon mit, ja, wollen wir eigentlich zusammen sein? Oder wie ist es jetzt eigentlich? Und ich weiß nicht, wie wir auf das Thema gekommen sind. Auf jeden Fall hat sie gesagt. Wir haben halt so rumgeblödelt. Das war halt einfach nur so Spaß, aus Spaß gesagt. Ja. Ich habe gesagt, ich will erst mit dir zusammen sein, wenn ich einen Brief kriege, so wie man halt früher als Kind immer gemacht hat. Habe ich so das aus Spaß halt gesagt. Und dann war das eigentlich auch das Thema wieder gegessen. Ja, dann habe ich hier am nächsten Tag den Zettel, also so einen kleinen Zettel geschrieben, den haben wir heute noch. Wir blenden noch. Euch das mal ein, geht das? Hallo Sonja, hab mich nicht getraut, dich persönlich zu fragen. Willst du mit mir gehen? Ja. Nein. Vielleicht. Auf jeden Fall habe ich den dann geschrieben und ihr dann in den Briefkasten geschmissen. Nach der Arbeit kam mein Papa rein und sagt, Dani,
Sie hat ja auch gesagt. Sie hat ja auch gesagt. Hat er sich mitgefreut. Und ich hab ihn irgendwie, warum auch immer, ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin, ich habe dich Honigbärchen genannt. Ja, Gott. Immer wenn wir geschrieben haben, habe ich immer Honigbärchen zu ihm, also ihn angeschrieben mit Honigbärchen. Und dann habe ich ihm einfach... Jetzt wird's kitschig. ja, das war wirklich kitschig. Dann habe ich ihm so ein kleines Bärchen gekauft und so ein kleiner Honig und habe das zusammen mit dem Zettel vor die Haustüre bei ihm gestellt. Ja. Soll ich dir was sagen? Was? Ich habe es damals nicht gecheckt, dass das dieses Thema war. Ja, Mann. Oh nein. Ich habe es nie richtig gecheckt, keine Ahnung. Oha, wieso sagst du mir das jetzt erst nach 5 Jahren? Nicht. Ich glaube, jetzt verträgst du es. Und ja, das war eigentlich so unsere Kennenlernstory, so kurz erzählt. Dann sind wir zusammengekommen. Ja. 10 Monate später sind wir zusammengezogen. Ging auch relativ schnell. Wir sind gerade hier gelaufen und gucken einfach mal hier hoch und guckt euch mal dieses Jägerhaus oder keine Ahnung, mir fällt es gerade wirklich nicht ein. Wir haben gerade ewig überlegt, wie das Ding heißt, ohne Wissen. Aber der Typ hat ja richtig Luxus. Ja, Mann. Wahrscheinlich hat er Luxus. Wahrscheinlich hat er oben noch eine Heizung und ein Waschbecken oder so. So Leute, wir laufen jetzt hier und ich dachte eigentlich, unser Auto ist in der Richtung. Sonja war sich sicher, dass es hier ist und jetzt ist es sich ziemlich unsicher auf einmal. Guckt euch das Gesicht an, sie weiß es nicht. So Leute, jetzt sind wir hier rausgekommen. Und wer hat recht gehabt? Und hier... Ich hab recht gehabt. Komm, aber die Frage ist, wo steht das Auto? So Leute, endlich geschafft. Da steht mein Baby. Da ist mein anderes Baby. So ihr Lieben, das war unsere Story, wie wir uns kennengelernt haben. Und wenn ihr mehr solche Sachen oder solche Vlogs von uns haben möchtet oder Ideen habt, was wir machen könnten, gerne in die Kommentare schreiben. Genau. Ich glaube, im letzten Video in unserer Wohnungsroom-Tour hat man es gemerkt. Ich habe richtig fleißig kommentiert. Ja, eure Kommentare habe ich richtig fleißig beantwortet. Genau, das dürft ihr wieder machen. Ich denke, Sonja wird wieder so richtig fleißig kommentieren, der oder? Dani sagt irgendwann so, Schatz, was schreibst denn du da immer? Und ich so, ja was denn, ich muss da kommentieren, ich muss antworten. Ich kriege halt immer Benachrichtigungen, wenn ich einen Kommentar kriege. Und ich lese tatsächlich auch wirklich jeden Kommentar. Also es ist tatsächlich. Ja, weil es halt auch bei dir jetzt ja noch überschaubar ist. Ich gebe immer mein Bestes, die Kommentare zu beantworten. Ja. Ist mir einfach wichtig, dass ich irgendeine Bindung zu euch habe. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr mal Wanderungen oder Ziele habt oder irgendwas, wo ihr sagt, Dani, geh da hin, nimm das auf. Oder einfach so auch sowas, wenn wir mal ein bisschen spazieren gehen und über irgendein Thema quatschen möchten, gerne in die Kommentare schreiben. Das hilft uns, dann wissen wir Bescheid, es kommt gut an. So, ihr Lieben. Wir sind wieder im Auto, wir fahren jetzt zurück. Halleluja. Boah, ihr seht es an den Backen, richtig schön kalt und rot. Ja. Aber hat Spaß gemacht, hat echt gut getan bei dem geilen Wetter, muss ich echt sagen. Ich glaube, wir haben das schon 10.000 Mal jetzt in dem Video. Ja, Leute, ich wünsche euch was. Das war's. Sonja möchte sich bestimmt auch noch verabschieden. Ich verabschiede mich von euch. Küsschen aufs Nüsschen. Ciao, Leute, haut rein. Tschüssi. Bye. Ciao.